man länger zusehen, wie seine Tochter einen Freier nach dem anderen abweist. Keine Quäl. Was will der Alte auch unbedingt einen reichen Schwiegersohn? Tja. Ich möchte wissen, was diese Totenvögel mit Suchen haben. Solchen Leuten geht man am besten aus dem Weg. Oder kann man doch das Foto kaufen? Ich war unter Kater. Und den Schatz, wir finden ihn. So, Exzellenz, da wären wir wieder. Endlich. Ach. Mein Gott, das hat sich alles verändert hier. Früher konnte man hier zu Fuß gehen, ja, ohne sich dreckig zu machen. Aber doch nicht daher, dort hin, sie ohne schmutzig gehen. Exzellenz. Also, meinen Sessor. Kennen Sie die Gegend? Natürlich kenne ich diese Gegend. Vor 24 Jahren war ich hier, mit der Armee des Prinzen Eugen. Das war eine große Zeit, große Schlachten. Naja, ist ja auch nicht mehr viel übrig von der Herrschaft der Barinkreis. Barinkreis? Na, die reichste Familie im ganzen Banat. Schau, der breite Barinkreis, das war der... Exzellenz, waren Sie der Freund und Ratgeber des letzten türkischen Paschas im Ungarland, nicht mit Kubi? Ja, der. Ja, und Exzellenz, sind Sie nicht zusammen in die Türkei geflohen? So ist es, aber bevor Sie sich aus dem Schrauben verbrannt, haben Sie noch alle Brücken und Dämme gesprengt und das ganze Land hier unter Wasser gesetzt, um den Prinzen dagegen aufzuhalten. Ja, hat Ihnen aber natürlich nicht viel genützt, ne? Natürlich nicht. Der einzige Vorteil ist der, dass der junge Warenkei jetzt eine Erbschaft antritt, die zweite After die unter Wasser liegt. Ja, ja, das Land, mit dem noch was anzufangen war, das hat dieser Schweinefüßer Schubbahn billig erworben, ne? Was heißt billig? Äußerst billig. Aber trotzdem kann er froh sein, der junge Warenkei, dass er überhaupt noch heimkommen darf und amnestiert wurde. Aber wo ist er denn eigentlich? Müsste er ja längst da sein. Werde dich sofort umsehen, Exzellenz. Ja, das ist zu wahr. Ja, das alles war.
vielleicht die Zigeunerin dort? Eine Zigeunerin? Na, warum denn nicht? Nach meinetwegen. Und als zweiten Zeugen nehmen wir den Schubmann. Das ist der Besitzer dieses Kastells. Schweinenzüchtung und reichster Mann in der ganzen Gegend. Ich weiß. Außerdem ein durchgetriebener Kerl. Na ja, so sagt man, das Bestiali soll seine Tochter sein. Schön, aber stolz. Auch das weiß ich. Also für jemanden, der fast sein ganzes Leben in der Fremde verbracht hat, weiß der sehr gut Bescheid. Ja, mein Vater hat von guter Freunde, die auch mir gewohnt sind. Zum Exempel der bei Hof derzeit so geschätzte Graf Homo. Ihr scheint ihn ja nicht besonders zu schätzen. Und doch, wenn auch gewisse Differenzen hinsichtlich Sitte und Moral. Exzellenz, Exzellenz, Sie kommt. Den Alten kenne ich. Der Alte, wie heißt du, sprich ich? Chica. Ist denn niemand sonst da außer dir? Die Bäume wohnen hier. Doch kommen sie erst heute Abend nach Hause. Aha. Also, dann schau den jungen Mann dir an. Schau, Barbarin-Kai! Thank you.
Handschrift. Ja. Wenn wir also zu Ende. Ja, Moment, Moment! Wir stehen erst am Anfang. Was soll das heißen? Ja, du verstehst schon. Mein Grund und Boden, dein Grund und Boden. Grenzschwierigkeiten. Ja. Du sollst eine ganz hübsche Tochter haben. Ich habe keine hübsche Gans. Ich meine, ich habe keine ganz hübsche Tochter. Ich habe eine sehr schöne Tochter, wie es bei solch einem Papa nicht anders zu erwarten ist. Ja. Umso besser. Anstatt einen langen Prozess zu führen, machen wir kurzen Prozess. Ja. Und ich heirate deine Tochter. Nein! Das ist ausgezeichnet! Freiter, meinen Segen kannst du haben, so oft du willst. Komm, Hustig, wo ist der Pfarrer? Ja, Moment, Moment, wer weiß, ob seine Tochter überhaupt einverstanden ist. Natürlich ist sie einverstanden. Ja, ich habe meiner Frau selig auf ihrer Totenbette versprochen, dass sie einverstanden ist. Deine Tochter wäre die Erste, die mir widersteht. Da ist gut, dass der nicht eingebildet ist. Ja. Istvan! Ja. Na komm schon, Istvan, lauf hinauf, meine Tochter soll kommen, sag ein Freier ist doch ein ausgezeichneter Freier. Sage aber nicht, wer es ist, als Überraschung größer, ja? Und soll schönste Gewand anziehen und Brautschaukuchen soll aufgetragen werden, ja? Und jetzt geh! Ja. Was, ein Freier ist da? Die Tochter? Nein, das ist der Mann. Das ist der Freier, ja, der mit der königlichen Kommissär mit hergebracht hat, dieser Conte Canali. Also bitte, sagen Sie halt gleich Gimpel zu mir. Na bitte, wie Sie wollen, Conte Gimpel. Ich heiße Carnero, Carnero. Das ist ein blöder Name. Himmel. Hölle. Hä? Ludovico? Mirabella? Mein Bräutigam. Oh! Meine Frau, du bist verlobt. Seit 24 Jahren. Was? Adela! Es kommt um 24 Jahre dran, nicht nach meinem Belgrad, du. Wir suchen du mich in Gefahren, ich suchte ihn, das war nicht gut.
stimmt das? Ja. Also bitte, wenn das stimmt, dann gehe ich jetzt ins Haus hinein und trinke mein Glas Wein allein. Na, was soll ich dazu sagen? Prost. Thank you.
Beste, der muss zum Militär. Kann er reiten? Ich nicht, aber er reitet ausgezeichnet. Was geht er? Der Halsschlag ist geleistet. Da ist das ein dummer Kerl. Heute die Zoll die Hand hin. Ich habe es dir nicht gehalten. Wirklich, so hast du die Hand hingehalten. Auch dieser Handschlag ist geleistet! Herr Graf, gebe ich Handschlag zurück und bezahle alles. Dieser Handschlag wird nur mit Blut und Leben bezahlt. Was? Blut und Leberwürste? Da gehe ich nicht aus die Wahl. Hier wird nichts geliefert. Nichts geliefert. So besser, Herr Graf, verdienen wir mehr. Meine alte Rekrut! Ja, komm da! Halb acht, da habe ich eine Verabredung. Herr Graf, ich muss meinen Sohn wieder haben. Ich bedauere zu dich, zwar zu bezaubernden Wesen einen Wunsch abschlagen zu müssen, aber die Herrschaften sind nach Werferbrauch assentiert und damit Punktum. Ich hoffe, die Damen verzeihen. Aber ja. Ja, tut mir leid, Papa. Lass gut sein, mein Kind. Dein Vater geht nach Spanien als einfacher Vater und kehrt zurück als Wehrvater. Was? Heldenvater. Bravo! Thank you.
Thank you.
Schwein. Holla, nimm's da, sag ich drei Schritt vom Leib. Doch zurück und zurück.
jetzt zu dir.